Hey Leute, ich zeige euch heute 5 Übungen, wie ihr eure Antrittsgeschwindigkeit verbessern könnt. Viel Spaß beim Video! Bevor ihr die Übung ausführt, ist natürlich ein intensives Warmmachprogramm Pflicht. Außerdem solltet ihr die Übung nicht mit starkem Muskelkater oder angeschlagen durchführen. Bei der ersten Übung wird neben eurer Antrittsgeschwindigkeit auch eure Reaktionsgeschwindigkeit trainiert. Benötigt wird ein Ball und ein Untergrund, auf dem dieser springt, außerdem müsst ihr zu zweit sein. Ihr stellt euch gegenüber mit ca. 5 Metern Abstand auf, derjenige, der die Übung nicht ausführt, hat den Ball und lässt diesen fallen. Sobald der Ball fallen gelassen wird, versucht der aktive Spieler ihn zu fangen, bevor er ein zweites Mal auf den Boden aufkommt. Gelingt ihm dies, vergrößert ihr den Abstand ein klein wenig, solange bis er den Ball nicht mehr erreichen kann. Wichtig ist, dass ihr immer von derselben Stelle lossprintet und den Ball aus derselben Höhe fallen lasst. Nach einem Durchgang könnt ihr mit eurem Partner tauschen, optimal sind 3 bis 5 Durchgänge. Übung Nummer 2 ist ebenfalls eine Partnerübung. Hier sorgt euer Partner für ca. 2 bis 3 Sekunden für einen Widerstand, indem er sich vor euch stellt. Wichtig ist vor allem, die Beine sauber nach oben zu nehmen und der explosive Antritt, nachdem euer Partner euch loslässt. Nach dem Loslassen lauft ihr noch ca. 5 bis 10 Meter mit 100%, danach einfach locker auslaufen. Am besten macht ihr 3 Sätze mit jeweils 3 bis 5 Wiederholungen. Für die dritte Übung braucht ihr ein paar Hütchen bzw. Markierungen. Diese stellt ihr im Zickzack auf und lauft immer locker auf das Hütchen zu. Am Hütchen macht ihr eine dynamische Bewegung bzw. einen Schritt in die eine Richtung und sprintet dann in die andere Richtung. Nach ca. 2 bis 3 Metern stoppt ihr dann ab und lauft locker auf das nächste Hütchen zu, bis ihr durch den Parcours durch seid. Ich würde 6 bis 8 Hütchen verwenden und das Ganze ca. 5 Mal wiederholen. Das Wichtigste ist hierbei, dass ihr versucht, den Richtungswechsel so schnell und dynamisch wie möglich zu machen. Übung Nummer 4 könnt ihr fast überall ausführen. Hier wird der Antritt nach 3 Hocksprüngen gemacht. Wichtig ist eine saubere Ausführung bei den Sprüngen und der explosive Antritt nach dem letzten Sprung. Die fünfte Übung ist der vierten recht ähnlich. Statt Sprüngen macht ihr hier Skippings vor dem Antritt. Hütchen wären von Vorteil, es klappt aber natürlich auch ohne. Bei den Skippings solltet ihr im Oberkörper Spannung haben und auch die Arme mitnehmen. Das Ganze könnt ihr ca. 5 Mal in 3 bis 5 Sätzen wiederholen. Um noch Missverständnisse zu vermeiden, die Übungen solltet ihr nicht nacheinander machen, sondern ihr könnt jeweils einzelne in euer Training einbauen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Viel Spaß beim Üben auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr von solchen Trainingsvideos sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.